Dann musst du mal gucken, da liegt bestimmt noch ein bisschen Weihrauch und Myrrhe. Oh, das rauche ich natürlich gerne. Das war die Droge von früher, ne? Der Jesus Christus, der Weihrauchdealer. Alex, haben wir das Holzfarbene schon geschafft? Ja. Nee, das ist grau, Alex. Das haben wir noch nicht geschafft. Nein. Kaktus. Ja, wir haben uns ein Baumhaus gebaut, hatten Krieg so mit anderen Kindern und so. Und haben dann Geißel genommen und so. Das war schon verrückt. Man muss aber sagen, wir hatten selbst voll die Armee. Wir waren irgendwie zu zehn Kinder oder so. Alle aus der Nachbarschaft. Kinderarmee, bewaffnet mit Softwarepistolen. Genau. Ja, na und, was ist daran jetzt so lustig? So, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute nehme ich mal auf und wir zocken Elytra weiter. Toni ist natürlich auch noch dabei. Hallo. Der darf nicht fehlen. Und, heute mal in umgedrehten Rollen. Genau, wir haben ja gesagt, dass ich heute einfach mal aufnehme, weil ich so ein bisschen mehr Skill habe wie du, glaube ich, jetzt hier auf der Map. deswegen checken wir das einfach mal aus. Und Jetzt seht ihr meinen Beauty-Skin. Ne? Ich habe noch nicht mal einen Mund. Weißt du, ich bin Superman, ich brauche nicht essen, deswegen... Ja. Ja, aber normalerweise sieht man ja immer den Skin von Alex. Diesmal ist mal umgekehrt. Das stimmt. Gut, es geht los. Stimmt. Ich habe jetzt mal so ein bisschen geguckt, was wir hier zocken können. Uns fehlt die blaue Wolle. Deswegen würde ich sagen, wir gehen zuerst ins Blaue rein, oder? Okay. Also ja, ich habe jetzt heute, bin ich an Tonis PC. Und das heißt, es ist ein bisschen für mich anders. Ich habe auch mal ein bisschen rumgeflogen jetzt und habe das ein bisschen nachgestellt. Aber mal gespannt, wie es funktioniert. Starten wir einfach mal. Also irgendjemand hat auch gesagt, man könnte abbremsen mit der Taste Shift, aber irgendwie funktioniert das nicht so, aber... Oh shit, irgendwie... Ey, das ist fies! Da liegt er. Sag mal, lebst du noch? Hast du noch gelebt? Ich hab noch gelebt, eine Zeit lang habe ich noch mitgemacht. Bei mir sah es aus, als würdest du auf dem Boden liegen. Hä, wo ist das? Wo war das? Shit. Ja, ich war fast auf dem Boden gewesen, aber nein, das muss ja so flach da lang gehen. Alter, das war ein Blick für die Götter, ohne Witz. Und ich bin hardcore drüber geflogen. Hast du mich gesehen? Ich hab dich gesehen. So, weißt du, mit dem Nachbrenner an, Toni. Alter. Boah. Ich hab so das Gefühl, dass es hier am Computer von Alex ein bisschen einfacher, ne? Ja, also ich habe hier einen Gaming-Laptop von Lenovo und Lenovo baut sehr gute Laptops, kann ich nur empfehlen. Und Tonis Rechner ist so ein bisschen halt in die Jahre gekommen, der geht jetzt bald in Rente, der kriegt halt Frührente, so Grundsatz, also 800 Euro. Nein, nicht schon wieder. Mal gucken, ob ich dich einhole. Ach komm, was ist los hier? Yes. Das ist mir total 1933, Mann. Wir zocken heute die Map ganz durch und bin auch verreckt. Also das Ding mit der Shift-Taste, ich glaube, du wolltest uns jetzt jemand hochnehmen hier. Nein, blau ist einfach schwer. Blau ist schwer oder es liegt an dem Rechner. An Tonis Krüppelrechner. Bin direkt hinter dir. Ja, jetzt reißen wir den einfach mal. Das ist so flach hier, das ist das Problem, weil normal kann man dann einen Schwung aufnehmen, aber man muss hier einfach in einem Zug durch. Oh shit, nein. Man muss richtig... Oh, ich bin auch fast verreckt. Nein, ich fliege jetzt ganz langsam. Ganz knapp immer falsch. Man muss hier richtig schnell durchgehen und an deinem PC ist eh ein bisschen schwieriger. Nein. Ich glaube, ich stelle ein bisschen Nein! Höher. Ich bin am Verrecken, nein! Monk. Das war lustig gerade, weil es war so absehbar, dass ich verrecke, weil ich ganz knapp über dem Boden war, aber ich konnte mich nur lange halten. Das ist übel, weil das Gefälle ist nicht so extrem. Und wenn man da einmal knapp über dem Boden ist, dann hat man keine Chance mehr, Fahrt aufzunehmen. Ist so. Das ist echt krass. Aber irgendwie, es gibt keine Level, also Level 1, Level 2, Level 3, sondern das sind halt alles einfach eigene Level, die man jederzeit machen kann, halt entweder am Anfang oder am Ende oder mittendrin. Und das hier, das hat schon in sich, man muss man voll aufpassen. Vor allem irgendwie mit der Grafikkarte, das ist eine GTX 660, das ist schon ein bisschen rentnermäßig gemacht. Jetzt konnte ich nochmal Fahrt aufnehmen, zum Glück. Ja, also wir haben ja bei Best Place gewonnen. Und da gab es ja als Hauptgewinn einen PC. Der PC ist leider nicht eingetroffen. Das gibt's doch gar nicht. Muss man, denke ich, ein bisschen Druck machen, dass der mal kommt. Ja, Kritik hier an MIFCOM, ne? 5 Wochen auf den PC warten ist nicht so das Wahre. Das ist nicht gut. Aber mal gespannt, wann der kommt. Ach komm, ey. Er hat kinetische Energie, Leute. Das werdet ihr noch lernen in Physik. Kinetische Energie und potenzielle Energie.
Und das wird auf jeden Fall interessant für euch. So irgendwann 10. Klasse oder 11.? 11. Nee, Klasse. Nee, ich glaube, das machen wir erst in der 11. 11. Klasse. Oder? Ja, in der 10. macht man den Stromscheiß, Uri-Formel und so weiter. Ne? Ja, die Spannung, Leute, ist der Widerstand mal der Strom. Mensch, das waren noch Zeiten. Und jetzt heutzutage Uni, Jetzt zu vergleichen mit E-Technik-Studium, also... Ja, E-Technik, je. Die Leute, die denken, dass der so ein bisschen Physik, Elektrotechnik... Komm. Ich geirrt. Sag mal, das ist voll schwer, Mann. Bitte? Bitte was? Wieso eine Raupe hier lang? Es darf doch nicht wahr sein. Am Schluss kommt so ein... Bist du hinter mir? Ja, ich starte jetzt hinter dir. Am Schluss kommt da einfach so ein Holzding und ich bin da voll dran geklatscht und war einfach instant tot. Ja, das ist nicht so. Also ich bin da schon vorbeigeflogen und bin dann irgendwann danach gestorben. Mann, das ist wie mit den alten Nintendo-Spielen aus den 80ern und 90ern. Da konnte man sich grün und blau ärgern, weil man hatte keine Speicherpunkte. Man musste das einfach durchspielen und wenn man tot war sozusagen, dann musste man nochmal von neu anfangen. Das ist einfach nur richtig dumm gewesen. Okay, das ist eine Challenge, Mann. Aber man muss ja auch sagen, wir spielen es wirklich auf hart, Mann. Ich fiel aus der Welt, stimmt gar nicht. Bin auf hart? Wir zocken auf hart, ja, was ist da der hart. Unterschied? Weiß nicht, vielleicht ist der Schwanz hart ist oder so. Komm. Ja. Nein, das gibt's doch gar nicht. Die ist schwer. Ist immer so ein bisschen die ist schwer. Wir machen das so, wenn es einer schafft, dann ist vorbei, weil sonst würde es viel zu lange dauern. Alles klar. Challenge accepted, mein Junge. So, ich bremse jetzt immer ein bisschen ab. Also mein Flug hier ist stabiler. Das ist wie beim Autofahren. Besser kommt man ein bisschen später ins Ziel wie gar nicht, ja. Ja, aber du kannst ja nicht richtig abbremsen hier. Das ist ja das Problem. Ja doch, du kannst an die Decke fliegen. Ja, an der Decke bekommst du keinen Schaden. Ich mach das jetzt, weil das ist halt so die Luschi-Taktik. Ich will einfach durchziehen hier. Es ist schon echt schwer hier. Weißt du, mit dem Porsche GTS hier will ich einfach mal das Ding reißen. Aber da unten, wo dieses komische, da ist er ja. Da ist er ja. Ja, brems mal schön ab. Brems mal schön ab. Oh, ich sag's dir, du gehst noch drauf, ja. Hallo. Ja, ich bin schneller als du, mein Guter. Hallo. Das ist ein Furious. Sag mal, wir sind beide draufgegangen. Ey, das ist schwer. Diese Runde ist schwer. Also, das ist wirklich schweres Level. Ein hartes Brot, Mann. Das ist die blaue, ja. Hätte ich das gewusst, hätte ich das jetzt nicht genommen. Blau ist aber jetzt meine Hassfarbe, Mann. Das geht gar nicht klar. Dann darfst du nimmer ins Schwimmbad. Ins Schwimmbad? Ja, ins Wasser, ne. So, ich muss jetzt immer ein bisschen abbremsen. Ich mach's wie die Alten in dem 18. Jahrhundert. Ich wasche mich einfach nimmer, weil ich Angst habe vor Wasser. Hallo? Ja, werdet ihr auch noch lernen. Ich bin Dom Toretto, ich stehe auf PS. Auf richtig Gang und Gebe war. Oh, Mann. So, ich bremse mal wieder ein bisschen ab. Ja, das läuft. Also, es stimmt wirklich, ne? Wenn ich jetzt an die Wolle fliege, da verliere ich kein Leben. Aber wenn man an Stein fliegt, dann schon. Also, es ist... Ja, genau so ist es. Boah, ich bin mal gespannt. Ihr könnt mal in die Kommis schreiben, wie ihr da so drauf wart. Aber bin nur vorhin draufgegangen, weil ich mit dir ein Wettrennen gemacht habe. Hab mich drauf eingelassen. Ach komm, ich fliege an die Decke und gehe einfach drauf, Mann. Ich wollte extra abbremsen. Mann. So. Ich überlege gerade, ob ich nicht einfach ein anderes Ding durchstarte. Das willst du parallel machen, oder was? Ja, nee, parallel wäre auch dumm, weil wir wollen ja alles zocken. Egal, ich starte nochmal. Alter, nein! Nein! Okay. Das war dieses Holzteil. Ich bin da so ein bisschen dran gekommen. Okay, tot. Ja, eben. Mann, wenn du zu schnell bist, bist du trotzdem tot. Also, ihr könnt es gerne mal selbst zocken, aber es ist echt sauschwer. Ich check nie, wo das ist. Also das hier ist einfach schwer wegen so vielen Zacken und so. Das ist einfach nicht einfach. Es ist einfach nicht einfach. So einfach ist es. Bist du hinter mir? Mann. Irgendwo musst du doch sein. Vor allem, ich gleite so durch bis zum Schluss. Au. Okay. Ist er wieder gestorben, die Perle der Natur. So. Sei still, du Weizen.
Die Perle der ich Natur. Ich bremse jetzt einfach immer ab. Es hilft nichts. Also, das ist... Nice. Dich also hol ich noch ein. Einige waren einfacher. Da, du holst mich auch ein, aber ist mir doch egal. Du verreckst dann wieder. Semichal. Ach so, okay, weiter geht's. Wo ist er? Wo ist er? Alter, noch 3 Herzen. Da vorne ist er. Ernsthaft, du hast mich schon eingeholt. Na, ich hab dich gesehen, glaube ich. Muss ich mal schauen. So, da bin ich jetzt vorhin verreckt. Hä? Seriously? Ich war doch gar nicht auf dem Boden gewesen. Boah, 1,5 Herzen. Lad deine scheiß Herzen auf, Junge. Also bei den anderen Level bin ich so einfach durchgekommen, so auf Anhieb und so. Und hier hängt's richtig. Das ist so stabil wie mein Gang bei 3 Promille hier. Dieser Flug. Richtig krass. Boah, war das wieder eine knappe Kiste hier gerade. Hau. So, ich glaube, ich komme jetzt so langsam, aber sicher dem Ziel ein bisschen näher. Ja, das wäre mal gut. Halt, ach, ich komm. Bremse halt immer fleißig ab. Immer fleißig abbremsen, weil es geht nicht anders, Leute. Also. Ja, ich hab's in den anderen Dingern teilweise so gemacht, aber hier ist schwer Fahrt aufzunehmen. Egal, ich gleite jetzt mal eine Zeit lang weiter. Und dann... Ach, are you serious? Ich geb's langsam auf, ohne Spaß. Das ist wirklich schwer. Das Level ist sau schwer. Ich glaube, ich sehe das Ziel. Ich merke schon, ich bin einfach viel zu dumm. So, jetzt will ich mal was anderes probieren. Ohne Witz. Oder bin ich einfach zu dumm für diese Map heute? So. Wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt endlich mal im Ziel? Oh, das shit. Ist Tonys verfluchter PC. Weißt du, da funktioniert einfach gar nichts. Ey. Da hast du Sand im Getriebe. Sag nichts Böses über den PC. Läuft jetzt schon 4 Jahre. Gut. Gut, das stimmt. Man kriegt da irgendwo kein Damage. Habe ich gerade gemerkt. Ja, an der Wolle. An der Wolle. An der Decke. Ich bin jetzt durchs Ziel durch. Ich hab die Wolle. Nein! Oh, ganz knappe Kiste. Ich bin da. Du hast die Wolle. Ich hole gerade das andere Ding ins, okay. Yeah. Das ist gut. Yeah. Sehr gut. Zack. Blaues Feuerwerk. So, wo bist du jetzt gerade drin? Du hast einen anderen Tunnel dir als Ziel gesucht, oder? Ja, so weiß. Welchen? Und schwarze Wolle. Das ist so Schnee. Okay. Muss ich erstmal finden. Weiß und schwarz. Boah. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Ich war schon so lange unterwegs. Alter. Nein, Mann. Nicht cool. Wo ist das? Da, wo ich jetzt reinfliege, hier, ne? Ja, weiß und schwarz halt. Ja, ich bin jetzt auch da drin. Bist du hinter mir? Das ist ja mal, glaube ich, einfacher als das vorhin. Ja, ist es auch, aber ich bin trotzdem draufgegangen. Ach, komm. Das sind gelbe Ringe drin, ne? Das ist doch das, oder? Ja. Nicht am richtigen genau. Drin. Gut. Ey, das darf nicht wahr sein. Ich war gestern so gut und jetzt heute geht einfach nur gar nichts. Das kann eigentlich nicht sein. Wir haben es nicht gestern aufgenommen, da bringst du was durcheinander. Da war es Freitag gewesen. Genau, Freitag. Jetzt ist Sonntag. Und ihr seht das morgen am Montag. Ich fliege jetzt einfach langsam. Ich mache jetzt einfach die Pussy-Taktik. Ich lasse mir einfach Zeit. So, zack, wieder dran geflogen. Weil das geht halt einfach sicher ins Ziel, weißt du? Erstmal einholen. Mach jetzt hier gerade einen auf Vettel und flieg hier wirklich durch. Wie der Blitz. Nein! Guck, noch ein Herz, Mann. Das war richtig knapp. Ich gehe jetzt woanders rein. So, was haben wir denn noch nett? Was ist das denn? Türkis. Mal gucken. Haben wir Grau? Nee. Wie viel das zieht mal dieses Mal? Ach komm. Natürlich. Jetzt gespawnt. Nice, das lief. Wir sind bei 1200 irgendwas. Okay.
hatten irgendwelche krasse Kugeln. Alter, so funktioniert das aber. Leute, so kann man durchkommen. Vielleicht hätten wir das bei Blau auch mal so versuchen sollen. Okay, das sind wirklich Kugeln drin. Der HIV fell out of the world. Oh Gott, ich muss niesen. Und ich kann nicht den Mute-Button drücken. Obwohl, nee, jetzt zieht's vorbei. Der Klassiker. Der Klassiker. Das ist echt blöd. Wenn man dann komm schon, in den Graben fliegt. Komm, Fall wir reißen jetzt. Das Ding jetzt. Jetzt, diesmal reiße ich das Ding. Ganz stabil. Die Elytra ist eine sehr, sehr coole Sache. Ich frage mich, ob es irgendwann auch möglich ist, irgendwie so Maschinen zu craften, halt, ohne Modpacks wohlgemerkt. Also ganz Vanilla. Ob das irgendwann mal funktioniert. Das wäre nämlich mega cool. Dass man zum Beispiel ein Flugzeug bauen kann. Und kann das mit Kohle befeuern. Ich hole jetzt die graue Wolle. Oh, nein, 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 das darf doch nicht wahr sein. Ey, das sind so Wichser, ohne Spaß. Ich hatte die Wolle und bin gestorben am Schluss, weil es so steil runterging. Boah, nee, oder? Ja, doch, was kleine, dreckige... Ey. Alex meint es nicht so, ich werde das auspiepsen. Matrodensäcke, ey. Da fährt man irgendwie 2 Minuten runter und dann am Schluss hat man die Wolle, freut sich ein Ast und dann kommt so was. Nein! Wie setzen die Kugeln dahin? Was ist eigentlich, wenn ich jetzt so hochziehe, weißt du? Ah, okay, Strömungsabriss, alles klar. Du kannst, indem du hochguckst, kannst du richtig rapide abbremsen. Das wäre mal gut zu wissen gewesen früher, okay. Läuft. Wenn du richtig Speed hast dann, und du guckst so abrupt hoch, dann bremst du richtig krass ab. So kann man abbremsen, Leute. Guck, zack. Und dann geht's weiter. Geil, stimmt. Ja. Der Alex hat's erfunden. Das ist die Alexandersche Windbremse. Werdet ihr später in Physik durchnehmen, was der Alex hier in Minecraft erfunden hat, ne? Richtig krass. So beziehungsweise er entdeckt hat viel mehr. Entdeckt. Okay, dann kann ich jetzt auch gleiten mit Gleitgel. Durch diese Röhre hier. So, ich bin jetzt auch hier wieder dabei, gut, die graue Wolle zu ergaunern, aber das Problem ist halt, das buffert ja... Danke. Meine danke, Güte. Merkel. Ja. Das buffert ja immer so schwarz nach, ne? Und da sind schwarze Kugeln drin und man denkt dann auf den ersten Blick, dass das so nachbuffern ist, so Chunkfehler. Aber das sind Hindernisse. Da darf man nicht ranfliegen. Das ist echt gerissen. Gerissen? Gerissen. Wie dein gerissen. Schließmuskel. Gerissen. Seht ihr, wie gemein der Alex ist? Seht ihr das? Oh! Ich hab wenigstens einen Schließmuskel. Nicht so wie du. Ja, andere. Es gibt Menschen, die kommen ohne Schließmuskel zur Welt. Das ist leider kein Witz, ne? Gibt das alles. Sagt der Pampersträger, ne? Gibt das alles. So. Halt mal dein Mundbüchchen. Du hast schon 6100. Wie viel Zeit lässt du dir denn? Ja, du, ich kann nichts dafür. Jetzt stehe ich. Komm. Ja, dann. Ach komm, ey, das ist doch blöd, Mann. Ich will jetzt mal hier, zack. Meine Wolle haben. Also ich bin dabei, mir die graue zu holen, ne? Die graue Wolle. Komm. Das ist so ein bisschen weiß. Vor allem an den Tunneln hier, wo es so steil runter geht, da muss ich einfach abbremsen. Ich muss mir überlegen, was ich jetzt mache als nächstes, wenn da unten wieder diese Stelle kommt mit der Wolle. Ist richtig mies gemacht, ey. So Pimmelstil einfach. Aber mit Zeit kommt man durch. Das stimmt schon mal. So. Oh, und ich bin jetzt gut. Auch mal dabei. Mal wieder. Nein, 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 nein. Gut. Da ist die Wolle. Ich mal da einfach auf Anhieb. Nice. Das nice. Ja. Nice. Du hast die Wolle? Warte. Sehr gut. War das die du vorhin schon hattest? Chill. Warum geht's noch so weiter? So lang. Ja, ich hab's gerissen, Mann. Perfekt. Was ist das für die Wolle? Schwarz? Schwarze Wolle. Sag mal, war das die du vorhin schon hattest? Ja, und dann bin ich gestorben. So, zack. Ah, okay. Yeah. Oh.
Das ist perfekt, perfektomissimo. Wo, was, ich hole mir jetzt die graue. Ich hole mir die graue Wolle. Wo? Wo geht's das hier rein? Das ist so grau-weiß, so ein bisschen. Grau-weiß? Aber nee, geh du woanders lang. Ich lass mir jetzt Zeit, ich hole die jetzt. Okay, dann wir nehmen das unten drunter, dieses, was ist das? Ich habe kein Optifine, oder? Kann ich nicht ranzoomen? Egal, das ist so türkis und grau, ne? So, los geht's. Aber eigentlich ist also, ja klar, wir fluchen jetzt und so, aber im Allgemeinen ist es wirklich trotzdem extrem nice. Das gemacht. Ist richtig nice. Es macht auch brutal viel Spaß, man kann dann nicht aufhören. Und wenn man auch ein bisschen einigermaßen ehrgeizig ist, dann will man das auf jeden Fall so lange zocken, bis man da auch alle Level geschafft hat. Nice, gut, das war erstmal schön abgebremst. Mein Tunnel hier ist ziemlich breit und das sind so Stäbe in der Mitte. Das ist sehr fies. Das ist sehr, sehr fies. Boah. Ja, ich weiß aber schon, wie das funktioniert, ne? Das so ist nicht. Ich hab da schon den Plan. Aber Toni, so wie dein PC eingestellt war, da konnte ja nichts funktionieren das letzte Mal. Da habe ich 20% höher geregelt an Intensität von der Maus. Digga, mal war ich doppelt gehandicapt. Ja, du bist auch an sich schon ein Handicap, weißt du? Das Handicap sitzt bei dir auf dem Hals. Nein, Mann. Ah. Moment, das hatten wir schon. Jetzt geht's aber richtig zur Sache. Ich muss einfach lernen. Ich glaube, ich komme der Wolle ein bisschen näher. Ja, komm, gerettet. Nice. Ach komm, seriously. Vor allem, wo ist das? Ah, hier. So, ich hab die Wolle. Wollt ihr? Passt sie? Gut. Ja, gut, ich hab die graue Wolle. Ich so, komme nicht voran hier. Insert the wool, machen wir, kein Problem. Moment, was ist das jetzt eigentlich? Das ich hol gerade Türkis. Ich hol Türkis. Zack. Wo bleibt das Feuerwerk? Genau, ich will was sehen für mein Geld. So. Was haben wir noch? Rot fehlt noch. Wir haben Blau? Das sind so viele, Mann. Wir so haben viele. 6 Wollen geholt, ne? Nee, 7. Ich probier mal Gelb. Das sieht so insgesamt schön hässlich 7. aus. 7 haben wir. Nein, komm! Mann. Stangen, die auf einen warten. Yeah. So. Ich bin bei gerade mal 1000 jetzt hier von der Zeit. Es geht noch eine ganze Weile. Weiß nicht, wie man da Gold schaffen soll. Also ist so. Chuck Norris schafft das, aber... Vor allem Gold ist bei mir 2000, das ist eine längere Strecke, Leute. Bei anderen war das bei 1700. Nicht gut. Natürlich bin ich jetzt verreckt. Der Moment, wenn man weiß, gleich legt man auf den Boden auf. Wenn ich jetzt so kurz hochgehe und dann weiterfliege, dann bremse ich, glaube ich, richtig ab. So, dass ich fast drauf gehe. Oh je. Jetzt geht's vor allem ganz flach, da, ja. Nicht so gut. Nein, nein. Gut. 2000. Das heißt, wir sind bald wirklich auch am Ende. Ja, und es geht voran. Geht voran. Nur betonen. Boah. Immer diese Stäbe, Alter. Wie brutal ist der Typ? Ja, bei mir sind da auch Stäbe. Das ist was für Fabian Hambüchen. Der könnte das jetzt hier im besten. Er könnte da wieder anfangen rumzuklettern, wie so ein Affe. Nee, das ist ein Level, da kommt man gut durch. Die Röhre, die haben, glaube ich, alle den gleichen Querschnitt.
Querschnitt. Ja, natürlich. Querschnitt. Natürlich. Ja. Komm. Das reißen wir. Wir holen uns die Wolle. Perfekt. Zack. Iron Man Steel abgebremst. Das war perfekt, omissimo. Spider-Man. Dön. Mann, das war früher so cool. Als wir 2007 im Kino waren, Spider-Man 3, das war noch der alte Spider-Man. Oh ja. Hat mir persönlich besser gefallen als die neuen, aber... Weißt du, die wechseln den Spider-Man-Schauspieler wie andere die Unterhose, ne? Das ist schon krass. Ich habe mir das jetzt gerade so überlegt, wie das jetzt wäre, wenn ich jetzt Spider-Man wäre und würde mich da einfach so durchschwingen durch das Rohr hier. Also, oder Darm, je nachdem, wie man das jetzt nennen will. Okay, wir reißen braun. Braun, weil braun einfach so eine schöne rechte Farbe ist. Und Spaß, rechts ist scheiße, Mann. Genau wie links, Leute. Wählt bitte so einen Scheiß, ne? Dankeschön. Ich habe eine Taktik gefunden, um nicht schneller zu werden. Oh, das sind Bücherregale. Bücherregale. Nein, lass mich in Ruhe, Mann. Folgendes, ich habe eine Taktik, um nicht schneller zu werden. Und zwar fliegt nach oben und nach unten immer abwechselnd. Alter, das habe ich gerade ein bisschen probiert und ich habe kein Leben verloren. Das ist, glaube ich, relativ kurz hier. Alter, das sind Bücherregale, so die Hälfte einfach einnehmen. Ja, das war schon. Jetzt zu extrem abgebremst. So eine Scheiße, ey. Mann. Ich bin eingespielt, blöd. Leute. Ich bin eingespielt. Ich reiße das Ding jetzt einfach. Okay. Nein. 1200. Bei Gold gibt es bei 1700. Alles klar. Ist klar. So, ich hole jetzt die gelbe Wolle. Jetzt mache ich keine Faxen. Ey, komm, seriously, ich bin hochgeflogen, ganz stabil. Und war einfach mal instant tot. Scheiß Betrug. Danke, Merkel. Mann, ich war schon so weit. Ich bin zu schnell. Was haben wir eigentlich noch vor zu machen? Ein Metro Guide wollen wir noch planen. Und also für Metro, für das Projekt auf Crafted Dimensions. Und noch ein Wow natürlich, ne? Da haben wir auch etwas parat. Kommt aber noch, ne? Ich weiß jetzt nicht, wann bringen wir Elytra? Montag? Montag, das kommt morgen. Also ihr seht das dann am Montag. Und dann am Mittwoch haben wir mal vor, ganz normal Wow zu bringen. Das hat sich jetzt so die letzten Wochen immer verschoben auf Donnerstag. Und Freitag sollte dann auch wieder ein Video kommen. Das wäre dann der Metro-Guide, den wir da angesetzt hatten. Wenn man tief fliegt und dann hochzieht, dann hat man so, weißt du, so die Möglichkeit noch abzubremsen. 1400. Okay. Kein Ende in Sicht. Mann, wie hieß dieses Lied? An Tagen wie diesen, genau. Oh. Haben wir gesungen auf im Abschluss Abi, 2000. Abi-Feier. Nee, was Abschluss? Oh, 2011 war oder Abi-Feier? Ah, okay. Abi-Feier war das. Abi-Feier 2014, Leute. Das war schon eine geile Zeit. Also so, wenn man an Uni zurückdenkt, an Schule. Schule war schon lässig. Gut, man hat Hausaufgaben gehabt und so. Aber die Lernphase, an der Uni, die ist richtig schwul. Und da wünscht man sich einfach Schule zurück. Früher 10. Klasse, es war so locker bei uns, weil wir einfach nie was zu tun hatten. Also wir haben auch irgendwie die Hausaufgaben aufgekriegt. Dann sind wir heimgegangen mittags, zack. Gebastelt. Weißt du noch, früher? Ja, genau, wir hatten auch richtig gechillte Lehrer gehabt. Iron Man, zack. Perfekt. Sag mal, wie lange geht denn diese Scheißstrecke noch, ey? Also wenn ich mich unterhalte einfach über Projekte, dann läuft das plötzlich irgendwie perfekt, keine Ahnung. Es ist schon so ein bisschen Illuminati-Stil. Was haben wir jetzt eigentlich noch nicht? Lila haben wir auch schon, das hätte ich jetzt fast gemacht. Gelb? Hast du gelb? Bin dabei. Gelb, reißt du das Ding? Ja.
bin schon fast am Ende. Okay. Und werde es dann holen. Was ist das hier? Ich werde Gray? Die gelbe Hatten wir Wolle keine sichern. Graue Wolle schon? Doch. Ja, warum? Okay, warum fehlt die? Nee, es gibt zwei verschiedene Arten von grauer Wolle. So, da bin ich. Hast du gesehen, wie ich hier... Ja, er ist... Leute, er postet halt gerne. Ja, das war wirklich Iron Man-Stil. So, orange hole ich mir jetzt. Zack. So, wir haben... Alex, ich habe Light Grey geholt, aber es fehlt noch Grey. Ja, ich hole mir Orange. Müssen wir mal gucken, wo das ist. Orange ist einfach eine geile Farbe. Leute, habt ihr gewusst, dass unser Kanal am Anfang orange war? So von den Farben. Das ist aber schon ewig her. Also das war noch 2012. Und dann auf grün haben wir umgestellt. Wann? Irgendwann 2013, ne? Anfang 2013. 2012. Ende 2012. Stimmt. Okay. Da haben wir das war noch das alte Kanaldesign auf YouTube gewesen. Ne? Da haben wir das neue Programm gekriegt und damit waren wir dann immer so limitiert. Ne? Und es kam auf YouTube irgendwann Anfang 13 dieses neue Kanaldesign halt, was auch heute noch ist. Und vorher war das halt noch ganz anders gewesen und da hatten wir so ein orangenfarbenes Hintergrunddingens. Welche Farbe holst du? Alter, wir haben schon voll viel. Ja, orange. Holst du orange? Wir haben ja fast schon alles voll. Ich suche Grey, aber ich finde es nicht. Lime haben wir auch noch nicht. Ich mach Lime. Boah. Man wird halt immer weiter geportet hier mit einem Comment-Block und auf die Art fliegt man praktisch unten rein und kommt oben irgendwann wieder raus. Alter, Lime ist so behindert. Ey, was ist das denn für ein Level? Mit Stäben, aber weißt du, sie siehst du kaum. Ja, natürlich. Okay. Ja, klar. Ich guck gar nicht auf die Zeit. Ich will einfach das Ding reißen. FTW. Sag mal, was ist eigentlich... Ey, wenn ich nach rechts und links gucke, ne, dann funktioniert das auch, ne? Mit Abbremsen. Das ist mir gerade erst aufgefallen. Richtig krass. Komm schon. Ja, natürlich. Stimmt, geht. Ja, das stimmt. Das funktioniert. Das ist mir aufgefallen in Kurven. Da wirst du langsamer, deswegen. So ein bisschen die Schwächen der Engine ausnutzen. Ja, ist so. Ist so, muss man einfach. Ja, nice. Orange auf dem ersten Durchgang geholt. Die Wolle, nice. Mit dem ersten Durchgang? Mit dem ersten Durchgang, perfekt. Da hast du dir Zeit gelassen, Mann. Ja, jein. Leute, ihr habt's gesehen, ich war so lala schnell, also so mittelschnell. Rot. Rot ist auch eine sehr geile Farbe. Ich hol Lime. Ich hol Rot. Lime niesen, nee. Oh, gleiten. Oh shit, das ist fies. Da sind Glasscheiben irgendwie drin. Oder was ist das? Was ist denn das? Ah, das ist custom-mäßig. Digga, das ist richtig fies. Das ist so eng, dieser Tunnel. Mit Rot habe ich mir was ausgesucht, Mann. So, langsam gehen. So, okay. Ich bin hier in Lime und da kommen irgendwelche Strahlen von oben runter. Strahlen? Die mich, sind wir in Fukushima? Ja, die mich verstrahlen. So eine Scheiße. Tut mir leid, aber... Ey, da gebe ich mir so viel Mühe und fliege da schön langsam durch wie so eine alte Oma und dann klappt's doch nicht. Lime ist auch böse. Der Lime Niesen? Leute, das ist der Schauspieler, der die Taken-Filme gemacht hat, also diese 96-Hours-Filme. Ich muss jetzt wirklich machen, nicht wie eine alte Oma, sondern wie eine alte Oma mit Rollator. Ganz, 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 ganz langsam da durchfliegen. Weil ansonsten, man dotzt da irgendwo an und dann ist Feierabend. Ich hab's ja vorhin schon gesagt, besser langsam ans Ziel kommen und ein bisschen später als gar nicht, ne? Lernt ja auch noch, das sagen die auch in der Fahrschule. Langsam fahren. Ja. Komm, das ist gut, das läuft. Nein! Wir sind bei 2000. Boah, war das scheiße knapp gerade. Also einmal, Leute, in der Fahrschule, das war einfach am Tag vor der Prüfung, stehe ich an einer Kreuzung, da rechts mit grünem Pfeil.
und will dann halt rausfahren, weil die Spur frei war. Und dann auf der Kreuzung wechselt ein Motorradfahrer einfach die Spur, so ein Rocker-Typ. Und der schlingert dann, weil der gesehen hat, oh, der fährt dann raus und hätte sich fast abgelegt, der Gute. Hättest da hat das sich geschafft noch aufgeregt. In der Fahrschule. Ja, aber du darfst auf der Kreuzung keine Spur wechseln, mein Guter. Nein! Ich hab die Wolle schon, Mann. Da darf ich jetzt nicht verrecken. Mann, bist du schnell. Nice. Base Taxi. Ja, ich reiße einfach alles hier. Ich bin einfach so, weißt du, so Jason Bourne. Ich komme überall durch, ohne Probleme. So, was fehlt noch? Ich gebe mir jetzt besonders viel Mühe. Lila, hast du mal Lila? Such mal Grey. Nee, such mal Grey. Also grau. Da unten ist grau. Das ist grau, Leute. Ich hol mir grau, ne? Da war sie echt gerissen. Digga, was ist das denn? Echt gerissen. Das sind Pflanzen, irgendwie so komische, verkrüppelte Pflanzen. So, ich muss mal gerade nach... Oh. Das hat Gold bei 1700 und ich habe nicht hingeguckt. Oh Gott, ich habe auf die Zeit geguckt. Okay. Oh. Das sind so komische Dinger, stehen da einfach rum und ich habe keine Ahnung wieso. Bei 3000 mittlerweile. Was soll's. Da. Bei 3000 ist der Gute. Also wenn man da dran fliegt, irgendwie geht man dann drauf oder... Weiß auch nicht, das war irgendwie komisch. So, ich hol mir jetzt mal grau. Diesmal gucke ich hin. Also wenn man standardmäßig so hoch guckt tendenziell, dann runter, dann wieder hoch, dann runter, dann wieder hoch, dann ist man sau langsam einfach. Zack. Das ist stabil. Zack, ich hab die leimfarbene Wolle. Jetzt, so. Jetzt, Leute, jetzt fühlt das sich. Du hast grau, da fehlen noch zwei. Nee, ich hab kein grau, ich bin dabei. Au. Grün, hast dabei. Wo bist du? In Grau. Rot. In Grau. Rot ja, habe okay. Ich schon. Gut, es fehlt noch grün. Ich geh mal hin und besorg grün. Ja, besorg's dir, ja. Ich bin bei Silber, glaube ich, irgendwie gerade 1400, okay. Da haben wir Leim. Grün. Das ist grün. Das war komisch auch. Ich hoffe, dass noch mehr so Welten kommen in Zukunft, weil das ist richtig cool, hat richtig Potenzial. Gefällt mir. Es war auch ganz oben bei Curse. Das wurde ziemlich flott gepusht. Du bist noch nicht in eine Welt mit Kaktussen geflogen, oder? Nee. Nein, ich hab das sieht so aus, als würde der Tunnel am Ende einfach laden. Fuck. Ich überlege gerade, was ich jetzt mache als nächstes. Green. Ich glaube, ich hole mir jetzt Green, weil das ist irgendwie ein bisschen cool. Nee, ich bin grün. Ich bin grün. Okay, dann haben wir noch Magenta. Magenta? Wie sieht Magenta aus? Das war das hier. Die Mädels haben es ja immer so ganz präzise mit Farben. Ich bin da gar nicht so. Bei mir ist das lila, aber okay. Bei mir sind da Bäume. Wir sind da einfach nur... Nee, es ist wieder keine Bäume. Jetzt wieder. Ich würde es auch mal gerne erst Durchlauf schaffen, Mann. Echt. Ein bisschen frustrating. Ah. Oh. So. Warum liegt der Stroh rum? Ja, weil da ist Jesus Christi geboren. Ach so, deswegen liegt der Stroh. Dann musst du mal gucken, da liegt bestimmt noch ein bisschen Weihrauch und Myrrhe. Oh, das rauche ich natürlich gerne. Das war die Droge von früher, ne? Der Jesus Christus, der Weihrauchdealer. Das Baby bekommt dann ein bisschen LSD, ne? Okay. Bring dann, weißt du, das könnte man so schön verarschen. Jesus, die Geburt von Jesu Christi heutzutage, kommt dann der Dealer vorbei, bringt ein bisschen LSD. Da kommt noch irgend so ein Jamaikaner mit ein bisschen
Gras. Ne? Das soll sich ja Jesus dann reinziehen als Baby. Jesus Christus. Man darf ja scherzen über Jesus. Darf man das? Ja. Darf er das, Leute? Ich bin jetzt bei 1700. Ich glaube, das Ding reißen wir auch auf Anhieb. Obwohl, Du weißt aber, dass das eine Zeitangabe ist, keine Weitenangabe. Ja, aber es ist eine Richtlinie. Ja. Da kann man sich ja orientieren. Obwohl, Gold ist da erst bei 2000, ich bin bei 2100. Aber das hier ist auch einfach, also die Level... Die variieren schon stark, muss ich auch sagen. Ey, komm, das gibt's doch gar nicht. Es ist einfach. Ja, es ist auch einfach, aber weißt du, da müssen ja überall Bäume wachsen, Mann. Was soll das? Ja, es verlassen hier, Apokalypse. Ey, jetzt kann ich es nochmal fliegen. Das ist schon so ein bisschen verwahrlost. Ey, komm. Jetzt gebe ich richtig Gas. Gib Gas. Blümtes Zitat, ne? Ach du Scheiße. Darf man das? Darf man jetzt darüber so ein bisschen... Ja, mache ich den YOLO-Modus an und fliege einfach hier so im Fullspeed. So mit vollem Schub. Es reicht mir jetzt. Jetzt reicht's mir. So. Wir hatten einfach mal eine Lehrerin, die Erdkunde gemacht hat. Die hatten wir zuerst in der Grundschule und dann auf einmal taucht die in der Oberstufe auf. Wo man sich fragt, warum? Und dann hat die was geschwafelt von der Bundesrepublik Rheinland-Pfalz. Und die war halt ein bisschen dicker. Die hatte auch einen Gehfehler, weil die konnte jetzt nicht laufen. Hatte immer einen Trolley jeden Tag dabei. Und dann hat die mal gesagt, das war in der ersten Stunde, ich bin eine Erde und läuft um den Tisch vorne, um ihr Pult. Und wir mussten einfach alle lachen, weil das so passend war, ne? Hatte auch den Umfang einer Erde, deswegen mussten wir halt alle lachen. Körpermaß. Ihr könnt mal gerne, wenn ihr wollt, ihr könnt mal gerne die verrücktesten Lehrergeschichten in... Ohne Spaß, macht das schreiben. Mal. Das würde mich echt interessieren, weil... Ne, das heißt immer, ja, die Schüler und Schülerwitzebuch und so weiter. Aber einige Lehrer, die schießen echt den Vogel ab. Und es ist vielleicht auch mal interessant, so die andere Seite zu hören. Zack, ich habe auf Neo gemacht einfach. Weißt du? Ey, ich bin das so lange geflogen, über 3000 Ticks war ich da drin und dann stoße ich am Schluss irgendwo dran und verrecke. So, jetzt fliege ich da wirklich in Rush-Hour-Manier durch und hoffe einfach mal, dass es gut geht. Ja, gerissen, Mann. Ach, gut. Boah. Ah, okay, Magenta. Ja, du bist auch da. Bist auch nervenaufreibend hier. Ich bin bei Grün. Alles scheiße. Wir haben nur noch zwei. Es fehlen nur noch zwei. Nämlich, Grau und Grün. Wieso ist Grün so schwer? Ja, das sind überall Kaktusse. Ne, du bist nicht der Einzige, der irgendwie gegen Bäume... Was ist denn noch schlimmer als Bäume? Richtig, Kaktusse. Hab mal in einen reingegriffen. Eigentlich ist der Plural, glaube ich, Kakteen, ne, Leute? Kakteen, ist das hier so richtig? Ja, Deutsch und so? Okay. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Da ist er, der Call of Duden. Geh mal beiseite, du Minuskind. Ist das jetzt das Einzige, was noch übrig ist? Ach komm. Oh, nein. Oh, du bist auch tot. Das lässt das Herz höher schlagen. Früher, als ich noch klein war, habe ich mal in den Kaktus gegriffen. Und im Nachhinein weiß ich gar nicht, warum. Weil ich wusste, es tut weh, hab's trotzdem gemacht. Ja, er mag's hart, Leute. Ja, ich müsste mal zu Checkers gehen. Ich glaube, da wäre ich richtig. Ne? Oder was lief früher noch auf MTV? Fist of Zen. Oh, das Fist war cool. Das haben wir immer geguckt. Da ging es darum, da war eine Gruppe von Leuten, die hatten Challenges gekriegt und keiner von denen durfte reden und naja, dann mussten die irgendwie sich schlagen und es war schon sehr... Da gab es dann noch Family Guy. Das läuft ja jetzt in Comedy Central, glaube ich. Und was haben wir da noch geguckt? Da war noch Drawn Together. Das war so behindert, aber... Das war Hallo, Tony ist den, wo man nett auf der Autobahn vor sich haben will. Eine Folge, ich hab mal eine Folge Drawn Together geguckt. Da ging es darum, dass dann eine, die wurde ganz geil, wenn die so Bremsgeräusche und Autounfällen, also Geräusche von Autounfällen gehört hat. Und das war einfach nur krank, weil ich frag mich da immer, wer denkt sich den Scheiß aus?
Ja, das war genau wie jetzt in dem neuesten Bond-Film, wo der in den Kopf gebohrt bekommt. Will jetzt leider nicht spoilern, aber so viel muss ich jetzt mal verraten. Und da habe ich zu Alex gesagt, ey, der Typ, der das sich ausgedacht hat, der ist gefährlich, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Naja, okay. Leute, das ist Trick 17 mit Anschleichen. Genau, auch früher, ich weiß nicht, wie es bei euch steht, aber wir haben früher Detektiv Conan geguckt, so um das Jahr 03. Das ist halt früher immer, früher gab es Pokito TV auf RTL 2. Ich glaube, das lief bis 2007. Nein, und dann das wurde darf das, nicht sein. Dann wurde das in den Sand gesetzt und wir haben damals immer Detektiv Conan geguckt und da waren wir immer begeistert davon, wie komplex die Fälle waren dort. Ja, der Typ war mal, richtig gefährlich, Mann. Da hast du auch gesagt, sag mal, wenn der jemand umbringen will, der weiß, wie er es plant, ne? Das war echt krass. Aber das Geilste war immer, wenn die auf einer Insel waren oder waren irgendwie von der Außenwelt abgeschnitten. Genau, das ist immer der Worst Case. Da kriegt man immer so ein bisschen Gänsehaut und dann als Kiddie, wenn man 8 Jahre alt ist, denkt man sich, oh cool, das wird eine coole Folge. Ja, aber Leute, früher gab es noch kein Internet. Früher gab es noch kein Internet, da hattest du deine PlayStation 2 oder deine PlayStation 1 oder deine GameCube und du hattest nachmittags nach der Schule Pokito TV auf RTL 2. Und man hatte notfalls noch den Wald und das genau. Der. Und du hast Lager gebaut im Wald früher als Kind. Das ist alles heutzutage so ein bisschen anders. Das ist von irgendwo rum mit seinem Nintendo DS. Wir sind früher wie die Affen an den Bäumen lang geklettert. Nein, da ist ein Kaktus. Ja, wir haben uns Krieg. Ein Baumhaus gebaut, hatten Krieg so mit anderen Kindern und so. Und haben dann Geißel genommen und so. Das war schon verrückt. Wir hatten selbst voll die Armee. Wir waren irgendwie zu 10 Kinder oder so. Alle aus der Nachbarschaft. Kinderarmee, bewaffnet mit Softwarepistolen. Genau. Ja, na und, was ist daran jetzt so lustig? Das war schon das cool, war Leute. Knallhart. Das war richtig cool. Da hatten wir auch an Ostern so ein Gefecht, ne? Nee, ich will jetzt nicht den Afghanistan-Einsatz in den Dreck ziehen. Es fehlt jetzt nur noch eins, Alex. Das ist, Was ist das denn? Neo. Wie, hast du die grüne Wolle schon? Nee. Ja, doch. Ach komm, ich bin noch mitten im Tunnel hier. Grau. Wo ist grau? Hier ist eindeutig ein Fehler in der Matrix. Ich hab, also Light Gray habe ich gesehen. Hellgrau. Aber über 1800. Das andere Grau, wo ist das denn? Wo ist das andere Grau? Ah, da ist das Grau. Bin jetzt drin. Durch. So. Das ist Holzfarben. Alex, haben wir das Holzfarbene schon geschafft? Ja. Nee, das ist Grau, Alex. Das haben wir noch nicht geschafft. Nein. So, ich bin gestorben. Gray. Das heißt, alles ist cool. Bei mir steht's drin. Ich bin jetzt in Gray. Das ist das Letzte, das fehlt. In Gay bist du? Komm, kommst du einfach nah. Gray. Ach so, Gay. Ach so, sag's doch gleich. Du bist so dumm. Jetzt bin ich in den Graben geflogen wegen dir in die Wand. Ja, Grau hatte ich vorhin schon gehabt. Das war eine Begegnung der Scheißart, um ehrlich zu sein. Weil da einfach so Dinger auftauchen aus dem Nichts. Ja, bist du schon drin? Mhm. So wie hier. Ja, man berührt das und ist sofort tot. Ja. Ja. Was ist das, wenn man damit Mach 2 dran fliegt? Nein, ich war langsam gewesen. Du musst aufpassen. Ja, wo ist denn das? Wo? Nein! Ja, das ist kacke, ich weiß. I feel you. Ja, ist es. Ja, das sind einfach so, weil die fast alles einnehmen, diese komischen Dinge. Das ist dann nicht so geil. Aber ich bin am zweiten Mal vorbeigekommen, was? Bist du ein Grau? Ja, das ist ja das Letzte. Du bist ein Light Gray. Guck mal, was bei dir im Fenster steht. Steht da Gray oder Light Gray? Light Gray, leck mich am Arsch. Ja, ist so. Das hab ich vorhin schon geschafft, Light Gray. Wo ist denn aber dann Grau? Das ist so Holzfarben. Das hat helles Holz. Musst du mal gucken.
Ist echt ein bisschen schwer zu sehen. Ich habe es auch lange gesucht. Hab meine Ehrenrunde im Kreis getreten, habe ich es gesehen. Hä? Bitte? Ah, ach so, ach so, ach so. Na, da haben wir es ja. Also, Toni holen wir auf jeden Fall noch ein. Das kriegen wir noch gebacken. Ein Schwert. Das sah cool aus. Inspiration. Noch ein Schwert. Ach, das sind Schwerter. Ach komm, stimmt. Ich will Toni einholen, noch bevor der ans Ziel kommt. Da erstmal abbremsen? Kann ich mir jetzt erlauben, jetzt wo der Alex so weit hinten ist. Ja, egal, aber ich glaube, ich habe eh mehr geholt als du, aber okay. Heul doch. Gamescom ist ja wieder dieses Jahr, soweit ich weiß, im August. Und ich bin down. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Gamescom fällt für uns wieder flach, weil da Prüfungsphase ist. Und es war richtig harte Prüfungsphase. Ich weiß es nicht, wann die Gamescom liegt, aber bei uns wirklich vom 30.07. bis zum 3.09. bis zum 3. September haben wir Prüfungsphase. Das ist echt blöd. Nein, was hängt ja auch die Schwerter so dumm hin? Ich krieg die Krise, Mann. Wo ist das? Ist das das hier? Aha. Also es geht darum, Toni zu besiegen in dieser letzten Stage. Da war jetzt gerade kurz auf stumm, weil die Mutter will Schuhe wegwerfen und nee, danke. Will meine schöne Puma-Schuhe wegwerfen. Muss ich dir jetzt erstmal ausreden. Ne, die Mutter nervt, ey. So, wo bist du denn? Ich hab dich gerade überholt. Alex, hörst du mich? Ja, ich bin hier in deinem... Ja. Also das ist Darm? Das ist ein Darm, ne? Das ist ein Darm, Leute. Jetzt stell dir mal vor, das wäre ein Darm. Jetzt stell mal vor... Mann, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt stell dir mal vor, das wäre ein Darm, ey. Und da stecken überall Schwerter drin, so Minischwerter. Also, ich lasse mir jetzt maximal viel Zeit, weil ich habe schon viel Vorsprung. Das heißt, Toni kann mich gar nicht mehr einholen. Perfekt. Lass dir Zeit. Ich lasse mir Zeit. Ich will das letzte Ding jetzt heimholen. Aber das ist schon fies mit den Schwertern. So. Abbremsen. Boah. Das war knapp. Ich bin bei wie viel? Ich weiß es gar nicht. Mir ist es auch egal. Ich versuche es irgendwie zu reißen, weil ich richtig nervös bin. Ja, ein halbes Herz gehabt. Es ist... Dreh dir jetzt nochmal an, aber wenn du jetzt nicht wieder stirbst, dann hast du das gewonnen. Das letzte Level hast du dann geholt. Wo bin ich? Bei 2-4. Ich muss gleich am Ende sein. Alter, was ein Wichser. Richtig viele Schwerter zum Schluss. Hast du es geschafft? Weil ich warte Nee. Wird's verrext. Dann oh, ne Spaß, dann krieg ich den Anfall des Jahres. Warte nämlich jetzt hier. Ich hab die Wolle. Da kommt er raus. Oh Gott, das war knapp. Glaube ich zumindest. Ich wäre fast runtergefallen und drauf. Alex. Nee, wenn du runterfällst, kannst du einfach einmal im Kreis fliegen und dann kommst du oben wieder raus aus dem Loch. Ach so. Alex. So, wir machen jetzt irgendeine afrikanische... Moment, wir machen jetzt irgendeine afrikanische Zeremonie. Okay. So. Priester Alex, setz die Wolle. Okay, mal, Gratulation. Contenance. Yeah! Wie will ich das haben? Contenance. Schönes, prunkvolles Feuerwerk. Habe ich da gerade einen Ton gehört? Also,
abschließend, jetzt müssen wir mal zählen, wer hat mehr Dinger geholt? Ich glaube, ich habe mehr geholt als du. Ach, ist doch egal. Kannst ist egal, Leute, dabei sagen das alles, Mann. Also die Map, hammer nice. Ich finde, da kann man noch einiges machen. Zum Beispiel Toni rasieren. Zack, ich bin super. Sag mal, jetzt greift er hier so dreckige Mittel. Ja, fang mich. Komm mit. Fang mich. Oh! Ah, okay, das fliege ich auch mal. Lol. Ja, kommt da raus. Was eine optische Täuschung, okay. Warum hört sich das so komisch an seit der 1.9? Warum? Das hört sich an wie so aus dem drittklassigen Punch-Spiel. Keine Ahnung. So, dann würde ich mal sagen, war es das an der Stelle. Also die Map hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde auch, man kann da noch mehr machen. Ich weiß ja nicht, ihr kennt ja sicher Dropper alle oder die meisten von euch. Und hatten wir ja auch schon gespielt und man kann da vielleicht auch sowas machen in dem Stil. Wieso läuft da noch eine Zeit bei mir? Also noch die Challenge ein bisschen erhöhen, aber teilweise hier war es schon schwer. Also gut, aber wir haben auch uns eingespielt am Anfang, später ging es ja dann, da war es dann schon besser. Aber ja, also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Wie schon gesagt, Link zu der Map ist in der Videobeschreibung. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was eure Lehrergeschichten so waren. Und wie ihr euch geschlagen habt, vielleicht wenn ihr das selber gezockt habt, schreibt es einfach mal in die Kommis. Und ansonsten war es an der Stelle von uns. Macht's gut, bis zu einem anderen Video. Haut rein. Tschüss. Macht's gut, ciao.